Mahlzeit und willkommen zurück hier bei RimWorld. In der letzten Folge haben wir uns ja unser Brauereigebäude gebaut und ich habe auch schon mal angezeichnet, ne? Hier kommt die Brauerei hin und hier die drei Fässer, wenn das Bier denn sozusagen gärt. Hier wird auch schon der Hopfen angebaut. Sehr, sehr, sehr schön. Hier ist unser neues Mitglied, der liebe Schrotti. Geht alles seinen Gang. Ihr erinnert euch sicherlich noch, wir erwarten diese Polarfüchse. Die werden dann irgendwann demnächst hier ankommen. Muss man schon mal drauf gefasst machen. Ansonsten habe ich offscreen nichts gemacht, wie ihr ja sehen könnt. Es ist noch alles auf dem Stand der letzten Folge. Basedock ist hier fleißig am Schneidern für die Klamotten kaputten, ja. Für die kaputten Klamotten. Ich hoffe, die werden sich jetzt nach und nach das Zeug auch nehmen. Dann hoffen wir darauf, dass hier irgendwann demnächst mal wieder eine Besuchergruppe durchkommt, damit ich dem lieben Tribe endlich seine Titel verleihen kann. Ah, kannst du hier mal wieder ein bisschen schneller. Und dann werden wir bald unser erstes Bier brauen. Das macht sich dann auch wirklich ganz gut. Ja, wieder mal eine trächtige Stute. Ja, damit kann man ganz gutes Geld verdienen. Auch mit den Joints. Eine ganz nette Einnahmequelle. Außerdem ist es eine ganz nette Handelsware, wenn wir denn irgendwann mal, ich weiß, ich rede und rede und rede davon, es passiert nie, wenn wir denn irgendwann mal endlich unsere Karawane losschicken. Jetzt erwarten wir erstmal die Polarfüchse. Bin gespannt, wie viele das werden und wie viele Verletzungen wir davon tragen werden. Haben wir uns also schon mal umgezogen. Da kommen sie. Das dürften sie sein. 1, 2, 3. Sehen, ob es dabei bleibt. Wenn wir jetzt hier drin bleiben, dürfte uns theoretisch nichts passieren. Bis sie sich irgendwann beruhigt haben. Ich weiß nur nicht, ob sie sich beruhigen werden. Das gilt es jedenfalls herauszufinden. Da sind sie. Wir machen einen kleinen Mühl langsamer. Ah, bisschen schneller geht noch. Ich warte noch darauf, dass der liebe Space Dog ausgeschlafen ist. Das wäre jetzt der Fall. Schnappen wir uns die Jungs. Dann schnappen wir uns die Füchse. Das hat was. Das hat was. Hahaha, sie werden sich vor ihrem Angriff vorbereiten. Das hat was. Dann haben wir hier noch das olle Shuttle, das habe ich ganz vergessen. Das könnten wir auch noch ausschlachten. Jetzt könnten wir natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mal wieder raus aus dem Kampfmodus. Na, gucken wir uns das Ganze mal an. Menschenjagendes Rudel. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So, da sind schon mal zwei Füchse weg. Warten wir jetzt drauf, dass die Jungs angreifen. Ein Fuchs ist noch. Na denn, Mann, los. Na los. Ihr könnt es auch sonst nicht erwarten. Ah, hier wird fleißig sauber gemacht.
Na? Jetzt könnte der aber wirklich langsamer angreifen, Jungs. Jetzt kommen sie. Okay. Alle Mann. Außer Schrotti. Der ist ja körperlich ein wenig beeinträchtigt. Den möchte ich ihm jetzt nicht unbedingt antun. Da kommen sie schon. Okay, ihr wollt von da kommen. Da kommt der Fuchs. Frisst sie nicht alle auf. Na los, ruf da. Na, Knorke kriegt ein bisschen was ab. Könntet euch aber auch hier mal so ein bisschen hinverteilen. Jawohl. Bockwurst, unser Nahkämpfer, durfte hier jetzt auch mal was tun. Knorke darf sich mal zurückziehen. Sehr gut. Und der letzte dürfte sich verpisst haben, oder? Nein, der versucht es von hier oben. Knorke ziehen wir mal raus. Beziehungsweise Space Dog verarztet den guten mal. Und ihr zwei. Oh ne, Schrotti, ey. Warum ist der denn draußen? Ey. Der wollte den Fuchs holen. Oh Mann. Leute. Oh. Schnell, 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 schnell. Päuschen. Wo ist... Da, okay. Knorke ist soweit verarztet. Passt. Schicken wir mal rein. Der soll mal gleich den lieben Schrotti retten. Rette Schrotti. Na, das läuft ja wieder. Das läuft ja wieder genauso, wie ich es mir vorstelle. Los, haut sie um. Perfekt. Dann machen wir das anders. Jetzt war ich erstmal raus aus dem Kampfmodus. Was macht Space Dog jetzt? Der will Knorke weiter behandeln. Dann... Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Oh, wurscht. Auch mal rein in den Kampfmodus. Bitte den. Knorke läuft hier hoch. Erstmal eine Behandlung haben. Mann, 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 Mann. Na, das ist ja wieder gut gelaufen, ey. Verdammte Axt. Sehr gut. Raus aus dem Kampfmodus und ebenfalls raus. So, lassen wir das erstmal weiterlaufen. Genau, nimm den Fuchs mit. Das erlauben wir. Kommst weg. Ah, ja, das. Da mal gleich mal wegtragen. Gut. Nicht so gut gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hätte. Oh, du bist nur im Kampfmodus. Das beenden wir gleich mal. Ach, nee. Beziehung zur Fraktion Gokams-Düppe ist sehr eng geworden. Sie sehen dich jetzt als ihren Verbündeten an. Verbündete kommen dir ab und zu Hilfe, wenn du angegriffen wirst. Du kannst sie auch jederzeit um Hilfe bitten. Das kostet dich allerdings etwas Ruf. Ihr wurdet Verbündete, da dein Ruf plus 76 über 75 gestiegen ist. Wenn der Ruf unter 0 fällt, wirst du nur noch als neutrale Fraktion angesehen. Das letzte Ereignis war Quest abgeschlossen. Sehr, sehr schön. So, unser lieber Knorke steht kurz vorm Zusammenbruch. Ja, das wird er schon noch durchhalten. Hoffe ich. Eieieiei. Ja, da hat es unseren Schrotti aber auch wirklich ganz schön erwischt. Kaum in der Siedlung und schon... Ja, halbtot. Junge, Junge, Junge. So, na gut. Kapseln sind eingetroffen.
Da ist unsere Glitzerweltmedizin. Gleich mal weg. Wieder mal ein bisschen schneller. Eieieiei. Na, ja, Schrotti kann schon wieder laufen. Immerhin. Ja, wenn's kommt, dann kommt alles auf einmal. Jetzt haben wir hier noch Rituale, die wir durchführen könnten. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Wundinfektion, natürlich. Oh, mal hier Körper. Die Wundinfektion. Was war das? Konnte ich jetzt nicht orten. Die Leiche müsste da auch mal weg irgendwann. Ja, die auch. Das Cembalo. Machen wir die Forschung mal erstmal außen vor. Was sagt denn die Wundinfektion? Okay, die Immunität steigt schneller. Wenn auch nicht viel schneller, aber sie steigt schneller als die eigentliche Infektion. Das sieht also sehr gut aus. Tja, der Knorke, der liegt da, den würde ich jetzt ungern holen. Allerdings haben wir jetzt Besucher da, wenn auch nicht so viele, wie ich mir vorgestellt hätte. Jetzt könnten wir eigentlich die Titelzeremonie abhalten. Dazu müsste der Knorke dann auch wieder aufstehen. Aber gut, wenn es jetzt mal gerade so weit ist, dann machen wir das jetzt auch. Quest. Tribes Titelzeremonie Prätor annehmen für Psyling-Stufe und Prätor-Titel. Mehr über Tribe. Müsste man sich eigentlich... Ja, komm. Ein durchschnittlicher Mensch, weitgehend unberührt von genetischen Eingriffen und evolutionären Prozessen auf erdfremden Planeten. Ja, naja, gut. So, haben wir angenommen. Dann müsste jetzt eigentlich der Ritualmeister kommen. Eigentlich, nein, da. Warum klicke ich da immer drauf? Moin. So, jetzt mal langsam. Der kommt jetzt reingesteppt. Thronsaalanforderungen sind erfüllt. Besuchergruppe ist da. Schauen wir mal. Okay, jetzt müssen wir den anquatschen. Tribe. Starte Verleihungszeremonie. Die anderen kommen da nicht mit. Oder kommen die da vielleicht gleich noch mit rein? Na, schauen wir mal. Wir starten das Ganze. Teilnehmer 4 von 17. Raumeindruck. Könnte auch besser sein. Erwartete Qualität 59%. Unbeeindruckt, ehrenhaft, grandios. Wird dann wohl ehrenhaft werden. Einige Teilnehmer schlafen. Sie werden aufwachen, wenn du mit dem Ritual anfängst. Na dann los. Und weiter. Ja, Knorke und Schrotti, leichter Zusammenbruch möglich. Das sieht aus. Jawohl. Tribe wurde zum Prätor. Das ist schön. Oh, Knorke, warum ist der hier grün unterlegt?
schwere Wundinfektion kann jetzt behandelt werden. Jetzt sage, nee, das geht nicht. Na gut, das wird dann schon laufen. Aber ich kann Knorke trotzdem sagen, er soll den hier mal anhandeln. Was macht er denn jetzt? Jetzt will er Pemikan konsumieren. Ach, der ist durch. Der hat eine Fressattacke. Okay, dann kann ich tun, was ich will. Okay. Okay, 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 okay. Dann geben wir Gas. Jetzt frisst er uns alles auf. Ich könnte Space Dog zumindest mal den anhandeln lassen. Zwar nicht so gut von der Preise her, aber schauen wir mal nach. Was haben wir denn hier? Überlebensration, nee. Stoff werde ich ihm auch nicht verkaufen. Medizin, das wäre nochmal eine Maßnahme, dass wir wieder 20 haben. Rauchblattjoints, seht ihr? Da geht's doch los. Für 96. Das wäre jetzt natürlich besser, wenn es Knorke machen würde, aber... soll nicht sein. So, verkaufen wir 25. Ansonsten hätten wir hier noch schrottige Kurzbögen. Auch alle weg. Feuerlöscher. Könnte man überlegen, aber nee. Das Ding kann weg. Das auch. Ah, die ganzen kaputten Klamotten. Ja, warum nicht? Weg. Sind die guten Sachen. Das sind auch gute Sachen, scheinbar. Ja, das sieht doch gut aus. Akzeptieren. Na. Dringend tragen. Dringend tragen. Schlafgemach unwürdig. Ah, jetzt auch noch ein Tier krank. Oh, komm, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mann. Ey, der verreckt mir an der Wundinfektion, weil ich den jetzt nicht behandeln kann. Gehst du jetzt mal pennen? Okay. Ja. Jetzt mal überlegen, wo war das, wo war das, wo war das? Bei Bedürfnis war es nicht, was bei Sozial? Nee. Hier. Ha. Möchte ich jetzt zwar eigentlich nicht, aber gut. Wir verpassen dir mal Glitzerweltmedizin. Kann ich Space Dog das jetzt sagen? Ja. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Medizinischer Notfall, ja, das ist mir klar. Da seht ihr das. 128%. Gesagt, Moment. Ja, kurz ein bisschen langsamer. Jetzt geht die Immunität auch wieder hoch. Behandlungsqualität 128%, weil wir jetzt diese Glitzerweltmedizin verwendet haben. Das sieht doch gut aus. Das wird doch dann wieder. Mann, 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 ey. Ach nee, hier machst du aber auch was mit. Gut. So viel da. Mein Gott, ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Wir haben eine verrückte Boomratte. Das ist gefährlich. Tierkrankheit. Gleich drei Tiere. Okay. Grandioses Ritual. Verleihungszeremonie. Wunderbar. Das kann weg. Prätortitel. Ach, kick an. Wenn Tribe stirbt, dann wird Knorke den erben, den Titel. Nee, möchten wir nicht.
Fressattacke kann weg, die Besuchergruppe kann weg. Ich sehe ja hier nichts mehr, weil mich dieses Fenster hier stört. Die Wundinfektion kann ich eigentlich auch wegdrücken. Das dürfte sich gleich haben. Kapsel hatten wir, oder? Ja, das war die Medizin. Titel von Tribe hat sich geändert. Kalkstein-Meteorit, Ambrosia heilen kann weg. Feierle Familie erwarte, keine Forschung. Schlafgemach unwürdig. Das wollten wir lesen vorhin. Langsam weiter. Einer deiner Leute hat einen Adelstitel und benötigt ein Schlafgemach, das groß und angemessen eingerichtet ist. Entweder ist kein Schlafgemach zugewiesen oder das zugewiesene Schlafgemach erfüllt nicht die Anforderungen des Titels. Doppelbett, Nachttisch, Raumeindruck. Okay, jetzt sind wir aber, also, jetzt geht's aber los, Tribe. Das ist ja mal eine Frechheit. Na gut. Brauchen das Ding zwar jetzt gerade nicht, aber das setzen wir einfach mal um. Verrückte Bubenratte rennt hier draußen. Natürlich rennt sie hier draußen rum. Ach, warum denn? Boah. Renne. Renne. Die Viecher explodieren. Lauf! Fluchte Scheiße. Das möchte ich jetzt nicht auch noch. Schaffe ich das? Ne, die kommt mir nach, oder? Ja, die kommt mir nach. Verdammt. 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 Ah, Scheiße. Komm. Dann muss es jetzt. Ah. Na. Alter. Die lebt noch. Soll sie da verbluten? Mein Gott, ey. Das hätte ich jetzt noch gebraucht. Das Vieh explodiert. Und Tribe geht hops. Dann hätte Knorke den Titel schneller gekriegt als erwartet. Verdammt nochmal, ey. Was ist denn heute wieder los hier? Oh, Bockwurschel. Soll da verrecken. Lass die bloß in Ruhe. Mann, oh Mann, ey. Das ist alles nicht euer Ernst. Wieder eine sehr verletzungsreiche Folge. Da ist er explodiert. So, dann können wir sie ja jetzt eigentlich tragen. Mann, oh Mann, ey. So, kann ich hier eigentlich noch so ein Ritual durchführen? Nee, ist wahrscheinlich durch, oder? Feier der Familie. Starte Feier der Familie. Was ist hier los? Naja, die sind ja beide noch. Gehören beide noch einem anderen. Glauben an. Starten wird jetzt einfach mal. Hätte vorher das Feuer anmachen müssen, aber. Schreckliches Ritual der Familie. Aufgrund der Qualität des Rituals haben sich deine Entwicklungspunkte um plus 1 erhöht. Von 0. So, hat sich eigentlich auch schon mal einer um die Tiere gekümmert? Oh man, die Frage, ne? Ja, die werden verarztet. Das ist gut.
So, dann haben wir noch ein Ritual, das wir eigentlich durchführen könnten, wenn wir nicht angegriffen würden. Sind das jetzt hier zwei Gestalten? Werden die sich vorbereiten? Ja. Na gut. Dann sollen sie ihre Zeit bekommen. Ist natürlich total klasse, dass hier jetzt die halbe Kolonie wieder halb tot ist. Mehr als die halbe Kolonie. Wir sind ja nur 5 Männchen. Ach nee, nee, Kinders. Okay, sie greifen an. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Space Dog. Bockwurstel. Tribe. Der ist halb tot, ey. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und Knorke. Geht nicht anders. Es geht leider nicht anders. Da kommen sie schon. Oh. Oh. Ach, Mann, ich vergesse es jedes Mal. Er hat immer noch keine Fernkampfwaffe. Hier schon mal den. Tribe kann eigentlich auch gleich mit auf den schießen. Nice. Das ging besser als gedacht. So, du kannst weg. Das Ding würde ich nehmen. Du lebst noch und das Ding würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Und schön Silber dabei. Mal kurz. Ein bisschen langsamer. Bio. Ne, erstmal. Tod in 10 Stunden. Bio. Verweigert Feuerwehr. Mental hochsensibel und Pyromane. Ja, den lassen wir da liegen. Kriegst du jetzt den Rest von der Katz. So, dann will ich jetzt einfach mal hoffen, dass mich die Katz in Ruhe lässt. Bist du eigentlich überhaupt ein Puma? Ach ja. Mann, ey. Hintereinander weg. Nur im Stress. Nur im Stress. Ich sage es euch. Ach, hier sollen wir einfach direkt auch mal dringend tragen. Und das Ding auch. Schnell, schnell. So, dann hätten wir auch 2 Fernkampfwaffen dazu gekriegt, ohne sie herstellen zu müssen, für unseren lieben Schrotti und den Bockwurschel. Werden wir die dann auch bei Gelegenheit mal ausrüsten. Junge, sagt der Hopfen. Wachstum 38%. Ja, der braucht noch ein bisschen. Ja, schön sauber machen, Leute. Wunderbar. Quest verfügbar, verlorene Flüchtlinge. Schauen wir erstmal nach. Einmal gucken, bitte. 3 verzweifelte Flüchtlinge nähern sich. Ihr Anführer heißt Balol. Sie behaupten, dass sie für eine Organentnahme bestimmt waren, aber letztendlich entkommen sind. Balol bittet dich um Erlaubnis für 17 Tage in Freaktown zu bleiben, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bieten sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Wenn du sie zufriedenstellst, könnten einige von ihnen gewillt sein, deiner Kolonie beizutreten. Vielleicht belohnen sie dich später auch dafür, dass du ihnen geholfen hast. Klingt so wie die letzte Quest, die wir hart verkackt haben, weil da einer starb.
aber ich bin tatsächlich gewillt, die anzunehmen. Da kommen unsere Flüchtlinge. Dann werden wir hier mal sagen, automatisch Brennstoff. Und dann haben wir hier Balol, Strange und Dinosaurier. Na klar. Mal zuweisen. Balol. Strange. Dinosaurier. Oh Mann. Sorry, Leute. Da mal wieder extra Hände. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dann werden wir die gleich mal... Huch. Immer direkt Pause machen. Dann werden wir die gleich mal... Macht ihr da? Ach, ihr holt euch Holz. Wo wir von Holz gerade sprechen. Müssten wir auch mal wieder hacken. Können wir eigentlich auch mal gleich den Auftrag geben. Ist das erledigt? So. Hege die Hack. Huch. Und dann werden wir mal die Zuweisung hier starten. Weil hier wird nicht üppig gegessen. Das könnt ihr gleich abschmieren. Paste, Paste, Paste und noch mehr Paste. Außerdem kriegt ihr auch nicht die beste Medizin. Das wäre... Nee. Kräutermedizin muss es sein. Und was ist jetzt? Oh! Übersinnliches Brummen. Beziehungsweise übersinnliche Beruhigung. Das ist sehr angenehm. Dann geht es allen wieder schön mental gut. Okay, meine Lieben. Das soll es dann für heute erstmal wieder gewesen sein. Jetzt haben wir wieder eine ordentliche Manpower hier. Dann könnten wir vielleicht wirklich... Ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber dann könnten wir vielleicht wirklich in der nächsten Folge endlich mal mit einer Karawane losziehen. Wäre mal langsam an der Zeit, solange wie ich da schon drüber rede. Gut, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. War mir ein Fest. Bis zur nächsten Folge. Bis denn.